ganz offen. Hey, hallo, wir haben immer damit gerechnet. Es bleibt spannend. Getränk ist ja auch gesorgt, ne? Ein bisschen Anspannung ist schon dabei, ne? Emotionen, Freude, Tränen, Spannung. Das Champions League-Finale versetzte alle in unserer Havelstadt und in der Region ins Fußballfieber. Vor allem in der Panorama-Bar der Havelstadt fieberten Dortmund und Bayern-Liebhaber mit. Zwischen vielen Fanartikeln und Fans fanden wir auch Felix und Tobias, die klar den Bayern die Daumen drückten. Bayern war so oft in den letzten Jahren im Champions League-Finale einfach die Mannschaft, die es am meisten verdient hat. Klar, der BVB hat gut gespielt, aber hey, dafür durften sie nachmittags nach England fahren, ne? Die Dortmunder sahen das natürlich ganz anders. Schließlich waren sie nicht ohne Grund ins Finale gekommen. Dennis sympathisierte mit Dortmund und vertrat eine klare Meinung. Scheiß Bayern! Ja, alles klar. Zurück zum Wesentlichen. Das waren die Tipps vor dem Anpfiff. 3-2 auf Dortmund. Wie der Kaiser Franz schon sagt, 8-7 im Elfmeterschießen, ganz klar. Du tippst du einen. Absolut. Ich sage 5-1. Na, das wollten wir doch erst einmal sehen. Die erste Halbzeit blieb ruhig. Ab und zu wurde applaudiert, doch es gab kein Tor. Das Spiel war sehr ausgewogen. Wir haben Chance für Dortmund, Spiel für Bayern. Man muss sich keineswegs schämen. Es bleibt spannend. Also mit dem 5-1 war Tobi etwas auf dem Höhenflug, oder? Naja. 45 Minuten. Also. Vielleicht noch Nachspielzeit, da geht noch was. Der Boateng geht jetzt runter, dann wird das auch was. Boateng blieb zwar drin, aber es wurde trotzdem besser. In der 60. Minute fiel das 1-0 für Bayern. Doch Dortmund ließ das nicht auf sich sitzen. 8 Minuten später der Ausgleich durch Elfmeter. In der 88. Minute fiel das entscheidende Tor für die Bayern. Ekstase bei Felix und Tobias. Tief trauriges Gesicht bei Dennis. Schade. Was soll man sagen? Dortmund war gut. Bayern hat ein bisschen mehr Glück gehabt. Ob es nur Glück war? Felix und Tobi waren jedenfalls, naja, wie sagt man, hört selbst. Ja, war ganz gut. Ich habe nie 5-1 gesagt, ich sagte schon immer 2-1. Habt ihr geschnitten, habt ihr das doch. Ja, aber ohne Witz, jetzt im dritten Finale. Das war so eine Befreiung. Vor allen Dingen, Arjen Robben. Arjen fucking Robben. Der verhaut alles und dann macht er das Ding. Eine Achterbahn der Gefühle. Letztendlich musste es einen Gewinner geben. Doch egal, ob Gewinner oder Verlierer, in der Panorama-Bar wurde mit beiden Fangruppen kräftig gefeiert.